Eintreffen der Feuerwehr war der Erdgeschoss bereits unter voll verraucht. Wir hatten ein Feuer in der Küche, das von dem Treppenraum ca. 20 Meter weit entfernt war. Wir haben dann zwei Trupps hereingeschickt, die Lage zu erkunden. Ein Trupp hat dann unter Atemschutz mit einem C-Rohr den Brand im Küchenraum gelöscht. Das Problem war allerdings, dass wir hier eine starke Verrauchung hatten, auch durch den Treppenraum in den 1. und 2. OG hochgezogen sind. Und dort befanden sich dann bettlägerige Personen, die versorgt werden müssen. Wir haben eine verletzte Person, das handelt sich um eine Mitarbeiterin des Pflegepersonals, die bei den Rettungsmaßnahmen mitgeholfen hat und zu lange sich im Brandrauch aufgehalten hat und deswegen eine Rauchgasintoxikation hatte.